Pratteln verfolgt in den kommenden Jahren eine hochwertige Siedlungsentwicklung nach innen. Wir haben kürzlich der Öffentlichkeit drei grosse Projekte vorstellen. Mit dieser Präsentation hier möchte ich den Bogen über die ganzen raumplanerischen Entwicklungen ganz kurz spannen. Und ich bedanke mich ganz herzlich für das Zeitfenster und die Zeit, die ihr euch nehmt. In der Schweiz leben immer mehr Menschen. Arbeitsplätze konzentrieren sich vor allem in Zentren. Auch in unserer Gemeinde zeigt die Kurve der Beschäftigten konstant nach oben. Vergleichbar sieht es mit Bevölkerungswachstum aus. In den letzten 10 Jahren ist die Bevölkerung in Pratteln um knapp 1800 Personen auf aktuell knapp 17'000 Personen gewachsen. Eine Prognose zu wagen ist schwierig. Die Perspektive 2027 von 19'000 Einwohnerinnen und Einwohnern scheint nach wie vor realistisch zu sein. Innere städtebauliche Entwicklung, die muss dort folgen, wo eine ausgezeichnete Anbindung an öffentlichen Verkehr besteht und eine nachhaltige Stadt von den kurzen Wegen kann geschaffen werden. Damit werden auch beste Voraussetzungen für eine prosperierende und nachhaltige Gemeinde geschaffen. Pratteln bietet an verschiedenen Orten beste Voraussetzungen für eine dichte Bebauung an zentralsten Lagen. Entwicklungstendenzen. Erstens, Belebung vom Dorfkern. Ich komme nachher im Detail darauf zurück. Zweitens, mit neuen Bauten entstehen neue Zentren mit öffentlichen Plätzen und Begegnungsmöglichkeiten. Drittens, der Schritt über die Gleise eröffnet Raum für die weitere Entwicklung von unserer Gemeinde. Pratteln hat das Potenzial, durch verdichtetes Bauen neue Akzente zu setzen. Und viertens, die Entwicklungen nördlich vom Bahnhof wirken als städtebauliches Scharnier zwischen Bahnhof und Ortskern und führen zu einer Aufwertung der bestehenden Bahnhofstrasse. Was verstehen wir heute unter der Belebung vom Ortskern? Im historischen Dorfkern soll Dorfkultur gelebt werden. Die neuen Schulhäuser und der Platz kann sich als kulturelle Begegnungszone etablieren. Dazu tragen auch das Schloss und das neue Bürgerhaus bei. Es wird in Zukunft mehrere Zentren mit unterschiedlichen Funktionen und unterschiedlichen Nutzungen geben. Der Kindergarten Gross Matt ist für nächstes Jahr projektiert. Mit diesem Bau können wir zusätzlich zum Kindergartenspielplatz eine neue öffentliche Anlage mit erhöhter Spiel- und Freiraumqualität schaffen. Mit dem Wachstum in Richtung Norden besteht die grosse Chance, ein neues, erkennbares Zentrum mit hohen Qualitäten um den Bahnhof herum zu schaffen. Die zukünftigen Verbindungen zum Dorf und nach Salina-Raurica werden durch die vorgesehene Tramverlängerung sowie den gewünschten Ausbau von der SBB-Unterführung gestärkt. Mit der Aufwertung von der Bahnhofstrasse oder im Strassenraum allgemein können wir den öffentlichen Raum weiterentwickeln. Es ist eine Chance für eine hochwertige Gestaltung, Belebung und Weiterentwicklung von der heute eher hässlichen Bahnhofstrasse. Mit einer gelungenen Gestaltung können wir das Ortsbild auch hier aufwerten. Die Ortseinfahrt von Pratteln präsentiert sich heute sehr industriell. Das soll sich ändern. Ich wünsche mir ein Eingangstor, wo die städtebauliche Entwicklung von Pratteln aufnimmt. Hier ein Bild vom Kreisel von der Autobahn her, wie das dereinst könnte aussehen. Im Zonenreglement ist hier Gewerbzone vorgeschrieben. Somit wird auch hier ausschließlich Gewerbe angesiedelt. Ein Quartierplan ist hier nicht notwendig und auch nicht vorgesehen. Pratteln-Mitte umfasst das Gebiet von der Zentrale und Predella. Dort werden gut erschlossene Industrieareale umgenutzt. Das ehemalige Firmenareal von der Bus- und der Rohrbogen AG soll sich dann in Anlehnung an die 2000 Watt Gesellschaft zu einem modernen Stadtquartier mit durchmischten Wohn- und Dienstleistungsnutzungen wandeln. Die Aussenräume sollen abwechslungsreich und naturnah gestaltet werden. Das heute graue und praktisch vollständig versiegelte Industrieareal soll Lebensqualität nach Pratteln bringen.
Zentrale ist dank der Zwischennutzung heute schon ein attraktives und lebendiges Quartier mit grosser Ausstrahlung. Unterschiedliche Wohn- und Gewerbenutzungen sowie eine Schulanlage mit Turnhalle sollen die künftige Gesamtanlage dort ergänzen. Die Entwicklung des neuen Stadtteils soll aus dem Bestand aus erfolgen und damit lokal verankert bleiben. Das bedeutet, dass wichtige Bestandesbauten wie der Hauptbau hier auf dem Bild Ex-Coop, das Zuckersilo oder die wertvollen Werkhallen auf dem Busareal identitätsstiftend für neue bauliche Entwicklungen erhalten bleiben. Ein Stück Geschichte von Brattelen bleibt damit auch in Zukunft lesbar und bestehen. Wir haben damit, wie angestrebt, nördlich von der Bahn, von West nach Ost, also vom Chuenimatt-Areal über Predella bis zur Zentrale, eine wunderbare Ergänzung von Gewerbe über gemischte Nutzungen, Wohnen, Gewerbe, die schlussendlich ins reine Wohnen übergehen. Seit 10 Jahren ist man am Rhein unten ebenfalls am Planen. Das Bild von der Rheinlehne ist, wie andere Bilder hier innen auch, ist aus Projektstudien und sind keinesfalls definitiv, also das nicht gerade als bare Münze nehmen. Der Quartierplan von diesem Gebiet ist in Bearbeitung und soll noch 2019 bei der Gemeinde eingereicht werden. Hier ist nebst der Ansiedlung ausschliesslich von Gewerbe, ein grosser Ankermieter ist übrigens bereits gefunden, soll dort ein konkretes Herzstück, eine neue Schiffsanlegestelle für die öffentliche und private Personenschifffahrt entstehen. Mit Salina Raurica schliesslich soll ein neues, innovatives Quartier mit rund 2.500 neuen Bewohnern und rund 2.500 Arbeitsplätzen entstehen. Kern ist der 2.5 Hektar grosse Park. Aktuell sind wir mit einem Studienauftrag, den wir vorgestellt haben, auf einer sehr hohen Flughöhe. Das Gesamtkonzept, bestehend aus Städtebau, Nutzungs- und Freiraumplanung, basiert auf dem vom Landrat verabschiedeten kantonalen Richtplan und auf dem Zonenplan und dem Zonenreglement, das der Einwohnerrat verabschiedet hat. Jetzt werden wir im Rahmen vom Rahmenplan Qualitäten definieren und mittels Quartierplan dann die städtebauliche Umsetzung angehen. Selbstverständlich werden wir auch hier verschiedene weitere Stakeholder mit einbeziehen, bevor alles dann hier im Einwohnerrat auch final beschlossen werden kann. Das Fazit. Ihr mögt euch vielleicht die Augen reiben über die Entwicklungen hier im Brattelen. Städtebauliche Entwicklungen sind aber sehr, sehr langfristig angelegt. Wir reden hier von den Entwicklungen der nächsten 5 bis 30 Jahre. Für Brattelen ist es jetzt ein guter Zeitpunkt, den Ort qualitativ aufzuwerten. Brattelen soll an Wert und an Lebensqualität gewinnen. Eine koordinierte, ganzheitliche Entwicklung, wie sie jetzt geplant ist, ermöglicht den Städtebau, der auf das Wohlbefinden und die Lebensweise von unserer Bevölkerung, von unseren Bewohnerinnen und Bewohner Rücksicht nimmt. Das als grossen Überblick und als Gedanke für die Sommerferien. Dankeschön.